Hallo, liebe Kinder der Brucker Schule. Heute kommt noch mal ein Video, überraschenderweise vielleicht am 1. Mai am Feiertag, und zwar für alle Klassenstufen möchte ich gerne noch mal etwas für Kunst hochladen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie kann man vielleicht ein schönes großes Blumenbild gestalten? Dazu brauchst du einen Bleistift, vielleicht brauchst du auch einen Radiergummi. Und du könntest nachher zum Ausmalen Buntstifte nehmen, verschiedene Farben natürlich, oder, und das kann man vielleicht auch schön mit Filzstiften ausmalen, wenn du welche zu Hause hast. Wenn du keine hast, dann kannst du natürlich auch deine Buntstifte nehmen. Gut, okay, ich zeige mal, wie das geht. Ich weiß nicht, ob die Kleinen das auch schon schaffen, aber vielleicht schaffen die das dann in einer anderen Form. Sie können es ja einfach versuchen. Gut. Wir haben hier ein ganz normales, schau mal, ein ganz normales Blatt. Das ist eine normale Größe, weißes Blatt, wie du das vielleicht dann auch einfach zu Hause hast. Vielleicht haben die Eltern das auch als Druckerpapier, ein normales weißes Blatt. Und ich fange erstmal einfach an in der Mitte, oder nicht in der Mitte, hier so mehr am Rand, und male meine erste Blume auf. Jetzt nehme ich mal so eine ganz normale klassische Blume, wie wir sie so malen, mit Kreis und Dings und Blütenblättern. Und ich möchte jetzt aber hier das ganze Blatt voll machen mit Blumen und werde jetzt versuchen, hier noch die anderen Blumen, noch andere Blumen noch da dran zu malen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich jetzt erstmal solche Blumen überall hier auf dem Blatt verteile. Siehst du? Und dann werde ich nachher noch andere Blumen dazwischen malen oder vielleicht auch Blätter dazwischen malen. Ich mache das jetzt nur in so einem kleinen Stückchen hier und mache jetzt nicht das ganze Blatt, weil dann wird das Video zu lang. Das kannst du dann nachher selber noch weiter ausgestalten. So, jetzt habe ich hier erstmal vier Blumen hingemalt. Ich male mal hier noch eine hin. Siehst, ich mache das erstmal alles mit meinem Bleistift. Ich mache auch Blumen. Die müssen nicht alle dieselben Anzahl von Blütenblättern haben. Die können auch andere Blütenblätter haben. So, und jetzt gehe ich mal dazwischen und mache mal so, als ob die Blumen übereinander liegen. Schau mal. Jetzt mache ich hier noch Blütenblätter dazwischen. Ich mache das immer so, als ob die Blüte, die ich schon gemalt habe, als ob die da schon drüber liegt. Da mache ich auch noch eine hin. Und dann kann man die nämlich gar nicht richtig sehen, weil ja die andere da drüber ist. Und ja, die kann man fast wieder sehen, das Blatt. Und hier kann man was sehen und hier kann man was sehen. So, da habe ich da wieder eine dazwischen. Oder ich mache auch mal eine Blüte mit Spitzenblättern. Kann ich ja auch mal dazwischen machen. Also du siehst, hier kannst du nachher deinen Ideen freien Lauf lassen, wie du das gestalten möchtest. Dein schönes Blatt mit den Blüten. Ja, die wird jetzt gar nicht so schön. Naja, okay. Versuch, ne? Oder ich mache hier noch was dazwischen und mache da mal so mehr so Blätter, Blütenblätter wie so ein Kleeblatt dazwischen. Das kann ich auch machen. So, und da käme das dann. Das ist jetzt für die kleineren Kinder vielleicht doch ein bisschen schwierig. Aber jeder macht das dann halt so schön, wie er das kann. Hier mache ich nochmal eine ganz große zwischen jetzt. Wieder mit den runden Blättern. Und ich male es immer so, als ob die Blüten, die schon da sind, da oben drauf liegen. Und so mache ich das immer weiter, bis mein ganzes Blatt damit voll ist. Zwischendurch könnte ich auch mal jetzt einfach normale Blätter dazwischen malen. So, oder auch hier kann ich noch normale Blätter dazwischen malen. Oder auch hier könnte ich noch eins dazwischen malen. Oder hier könnte ich jetzt noch wieder eins dazwischen malen. Oder da könnte ich noch eins dazwischen malen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kann ich da meine ganzen Ideen auf das Blatt machen. Und wenn ich damit fertig bin,
dann könnte ich jetzt beginnen und könnte meine Blumen ausmalen. Dann wird das Blatt nachher super bunt und super schön, wenn du dir dabei große Mühe gibst. Also ich fange mit dieser Blüte an. Ich lasse mal das aus. Und ich nehme mir jetzt und meinen Filzstiften noch was dazu. Vielleicht mache ich auch nachher das so, dass ich auch wechsle zwischen Filzstiften und Buntstiften. Das könnte ich ja auch tun. Das sieht dann auch schön aus. Ich mache jetzt erstmal hier diese hier so weit aus, dass du sehen kannst, wie das nachher wirkt und was das für eine Idee ist. Jetzt mache ich erstmal die aus, die ich auch wirklich sehen kann, die eine Blume ist, die zusammengehört. Und jetzt siehst du schon, bei den anderen Blüten, die drumherum sind, kannst du jetzt nicht nochmal rosa nehmen, weil sonst willst du das später nicht mehr erkennen. Also nehme ich gleich eine ganz andere Farbe. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal für diese Blüte, dann sage ich mir, nee, dann nehme ich jetzt sofort gleich gelb, damit das auch schön, man das schön sieht, dass das zwei verschiedene Blüten sind. Siehst du hier, kannst du das genau erkennen und es sieht jetzt auch so aus, als ob die Blüte da drüben liegt. Hier weiter. Mal jetzt einfach mal ein paar Blüten aus, damit du erkennen kannst, wie das gemeint ist. Das ist eine schöne Kunstaufgabe, bei der man sich viel selber ausdenken kann und auch natürlich auch die Farben alleine aussuchen kann. Siehst du, jetzt hast du schon eine zweite. Bei der mache ich das jetzt mal so, dass ich jetzt das Pink, was ich hier hatte, setze ich jetzt mal in die Mitte rein. Versuche das jetzt schön auszumalen, dass das jetzt nicht so viel überkommt, dass es nachher auch toll aussieht. Und auch, dass nicht so viel Weiß übrig bleibt. So schön zugedecktes, ausgedecktes. So, siehst du hier ganz schön, dass das hier so aussieht, als ob diese Blüte auf dieser Blüte liegt. Und jetzt gucke ich gerade noch mal nach, was denn noch eine, die da drüber liegt? Hier, die liegt noch da drüber. Dann mache ich das jetzt so, dass ich jetzt den Rotstift nehme. Der war ja hier in der Mitte. Jetzt mache ich hier die Blütenblätter damit. Und mal das wieder schön sorgfältig aus, damit das dann wieder so aussieht, als ob diese Blüte auf der anderen Blüte liegt. Und schon geht's weiter. So eine Aufgabe, dann kannst du dir auch nebenbei schön deine Lieblingsmusik anmachen. Dann kannst du die noch nebenbei hören und kannst dir schön dich an den Farben erfreuen, die dir dann auch ein bisschen ein Frühlingsgefühl bringen, wo wir jetzt im Moment nicht so viel draußen sind. Ich würde jetzt hier in der Mitte, du kannst das natürlich auch anders machen, ich jetzt das Gelb nehmen, was ich da oben hatte. Dann habe ich meine Farben schön abgewechselt und habe es trotzdem, dass jede Blüte anders aussieht. So, und jetzt siehst du hier, die liegt jetzt auch wieder da drüber. So, und ich drücke jetzt hier mal auf die Pause mal noch ein bisschen weiter, damit du dann sehen kannst, wie das dann aussieht, wenn noch viel mehr ausgemalt ist. Aber wenn ich das jetzt alles machen würde, während du zuguckst, würde das Video viel zu lang werden. Also ich mache jetzt eine Pause und nachher siehst du dann auf einmal Zauberhand, dieses Bild ist viel mehr ausgemalt als vorher. So, Zauberhand, es ist noch viel mehr ausgemalt jetzt als vorher, habe ich dir ja gesagt, was ich jetzt male und dann zeige ich es nochmal. So, jetzt siehst du noch besser, wie das so alles übereinander anfängt zu liegen, die ganzen Blüten. Jetzt kannst du das natürlich noch hier weiter ausmalen, noch mehr Blüten malen, auch in diese Richtung, wenn du da viel Lust zu hast oder du machst
ein bisschen und dann machst du vielleicht am nächsten Tag weiter, wie du da jetzt gerade Lust zu hast. Wenn du soweit fertig bist mit Ausmalen, kannst du jetzt die Farben noch ein bisschen zum Leuchten bringen, indem du jetzt, du siehst hier, ich habe hier einen schwarzen Buntstift, nehme jetzt keinen Filzstift, nehme einen schwarzen Buntstift, indem du das jetzt nochmal schön nachmalst, denn in Kunst hat Schwarz, die Farbe Schwarz immer so ein Effekt, dass es die anderen Farben nochmal ganz deutlich abgrenzt und zum Leuchten bringt. Das hast du bestimmt noch nicht gewusst. So, da kann ich das hier auch mit den Blättern schön machen. Dann sieht man die auch viel genauer. Wo sind die ganzen Blätter? Da muss ich mal manchmal auch noch mal ein bisschen drüber malen, dass das deutlicher zu sehen ist. Ich mache jetzt noch mal Pause, mache noch ein bisschen weiter, damit du das gleich noch mal siehst, wie das aussieht. Und jetzt kannst du schon sehen, Zauberhand wieder. Ich habe das jetzt alles noch mal mit meinem schwarzen Buntstift nachgemalt. Und wenn ich jetzt noch Lust habe, dann kann ich noch etwas tun. Ich kann nämlich jetzt hier zum Beispiel da noch so ein bisschen dran weitermalen und das noch ein bisschen schöner ausgestalten. Du siehst, ich habe immer noch meinen schwarzen Buntstift in der Hand. Ich mache das jetzt weiter mit meinem schwarzen Buntstift, dass man die Blätter noch ein bisschen besser erkennen kann. Kannst du, glaube ich, ganz gut sehen, wie ich das da mache. Oder dass ich hier jetzt zum Beispiel noch Punkte reinmale, weil die Blüten haben ja innen drin eigentlich auch immer noch so Pünktchen. Oder ich mache hier noch was dran, dass das noch ein bisschen echter aussieht. Vielleicht ist das jetzt eher etwas für die Großen, dass die meinen, das könnte ich noch dazu machen. Und die Kleinen malen vielleicht doch nur aus. Oder die Kleineren malen nur aus. Oder wie du Lust hast. Das ist ja keine richtige Schulaufgabe jetzt, die ich dir jetzt stelle, dann, weil du das machen musst. Aber vielleicht hast du im Moment an diesen Tagen, wo du so viel zu Hause bist, auch mal mächtig Langeweile und hättest einfach mal Lust, mit deinen Farben und mit deinen Ideen etwas zu gestalten. Und dann möchte ich dir eine kleine Anregung für geben, was man Schönes gestalten könnte zum Monat Mai oder zum Frühling. Ich kann auch sowas hier noch machen, wenn ich möchte. Und je mehr du an kleinen Sachen dazu machst, ich kann das auch mal so machen, an kleinen Sachen dazu machst, desto interessanter wird dein Bild. Und desto lieber magst du es vielleicht auch nachher anschauen. So, das waren erstmal die Idee zu dem Blumenbild, wo alle Blüten und Blätter übereinander herumliegen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ich hoffe, du hast Lust dazu. Vielleicht haben eure Eltern oder eure Mamas auch mal Lust dazu. Dann könnten die ja auch mitmachen. Ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch noch einen schönen 1. Mai. Eure Frau Spier.